Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Flatout 4. So, wir haben jetzt in der Derby-Klasse noch ein Zeitrennen am Start. Wenn wir das haben, sind wir durch, haben die Klasse abgeschlossen. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergehen wird, ne? Ja. Aber erstmal müssen wir das hier schaffen. So. Naja gut, zimmern wir mal eben hier durch und mal schauen, was wir hier raushauen werden. Meine Strecken sind ja schon nicht schlecht, ne? Also sieht ja schon teilweise echt schick aus, was die Spiele zu bieten hat. Oh. Die Sonne ist natürlich wieder schön am Blenden. So, 1,48 müssen wir schaffen. Dann ist natürlich jetzt noch Außenbahn hier auf der Strecke. Aber gut. So, 8 Sekunden. Ja, jetzt zählt wirklich jede Sekunde. So, 1,49,73. Ganz ehrlich, reden wir von 2 Sekunden. Das kriegen wir vielleicht nochmal hin. Aber erstmal trotzdem safen. Sicher, sicher. Dann haben wir das zumindest schon mal. Aber wir probieren das nochmal aus. So, einen Versuch haben wir noch für die Gold-Variante. Und dann haben wir das Thema zum Glück schon abgehakt. Also, zum Glück ist relativ. So. So. Weil nur die 2 Sekunden, das heißt eigentlich nur da, wo der mal ausgebrochen ist, vorhin, ne? So rein hypothetisch. Damit ist das Thema eigentlich auch schon durch. Damit ist das Thema eigentlich schon durch. Damit ist das Thema eigentlich wirklich schon durch. Und ja, wir können mal gucken, ob man ihn noch so zerlegen kann. Also. Silos, kein Problem. Das geht auch. Wir können hier sogar hochfahren. Interessant. Und hier sagt sich, kann man gerade durch. Man kann da echt gerade durchfahren. Ah. Können wir eigentlich. Aber richtig zerlegen kann man das Gebäude nicht. Naja, gut. Ich würde sagen, guck jetzt mal nochmal nach. So. Dann würde ich sagen, greifen wir doch mal auf die Goldmedaille. Guck nach einem Auto. Und dann war's das. So.
Was haben wir denn da? Wir haben 82.000, ne? So. Schade ist, dass wir die meisten Kanonen noch gesperrt haben. So, 57. Was kostet der? 85. Das heißt, wir brauchen da echt noch 3 Mille mehr. 85.000 für den Icebreaker. Den wollen wir ja haben. Das ist mies. Das ist mies. Es nützt nichts. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal an die Sache. Rennen starten. Wir müssen halt ja auch alles auf Gold haben anscheinend, um die 100% hier zu erreichen. Und auch wirklich alles freizustellen. Komm. Aber wir brauchen vor allen Dingen 3.000. Das geht gar nicht anders. Also müssen wir nochmal durch. Ja, komm. Einen Anlauf machen wir nochmal. Dann geht's Richtung. Weil ich könnte auch das Auto verkaufen, glaube ich, ne? Müsste eigentlich auch gehen. Oder nicht? Ich glaube schon. Aber mal gucken. Je nachdem. Wir werden es sehen. Ganz einfach. So. Ja, wird wieder knapp. Wird echt knapp. Das schaffen wir wieder nicht. Ey, 10 Millisekunden langsamer. Boah. Aber wir haben schon wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Wir probieren das nochmal. Ich will das Ding jetzt auf Gold haben. So, Leute, ist mir egal. Wir ziehen durch. Ja, kriegen wir diesmal schneller hin. Ich hoffe doch. So. Gas, 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 Gas. Oh, nicht gut. Zu viel Schrott. Wenn man dran denkt, das bremst einen ja auch raus, wenn man diese Sachen rammt. Okay. Damit ist das Thema durch. Kann man nicht pushen. Kommt. So, halbe Sekunde schneller als sonst im Starten. Gut, auf geht's.
fahren jetzt hier mit 90 in die Kurve rein, ja. Bis jetzt sieht alles gut aus. Gut, Glück gehabt, wir können wieder was sehen. So. Ja, wird schon wieder so ein enges Spiel, ne? Komm, 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 komm. Ja. So, wir haben es geschafft. Handy auf Gold. Wunderbar. Boah, sehr gut. Haben wir die Kohle für die Karre? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. 1400. Natürlich kann ich nicht mehr hören. Ich mach jetzt mal. Ich habe noch nicht mal was dabei freigeschaltet. So. Gut, ich würde sagen, wenn wir Ding auf Gold, was haben wir denn jetzt? Aber wir haben die immer noch auf 87% jetzt. Hm. Was passiert eigentlich im Flat-Out-Modus? Ist dann totale Zerstörung. Hm. 2, 3. Ich glaube, als nächstes werden wir mal ein paar Stunts machen. Dann haben wir auch ein bisschen Geld, glaube ich. So, wie auch immer. Wir müssen trotzdem noch eine Runde fahren. Sonst habe ich zu wenig Geld für die Karre. Versteht das Problem, ne? Wisst ihr, wir machen mal hier nochmal Zero Degrees. Hauen wir nochmal rein. Der ist ja auch auf Bronze. Auch wenn ich die Strecke absolut nicht mag. Da probieren wir jetzt nochmal. Vielleicht auch noch ein paar Kröten. 1,27. Inzwischen kennen wir die Strecke jetzt ja auch schon etwas besser. Ich sage jetzt bewusst etwas besser. Als ob wir es schaffen, keine Ahnung. Jetzt komm, mach. Also wahrscheinlich war es das jetzt schon. Aber wer weiß. Fliegt er mir auch noch auf die Seite? Ey, glaubt das? Das ist doch Müll. Man sieht nichts und. Oh. Wer kam eigentlich auf die dumme Idee hier? Nee, komm. Einen Versuch machen wir nochmal. Wenn da wieder so eine Hose geht. Achso. Okay. Jetzt will das Auto nicht fahren. So.
durch das Kurvengeschlänge hier durchkomme, ist immer so eine Sache für sich. Aber das Schlimmste ist halt wirklich dieser See. Das muss man ja ganz klar so sehen. Dieser See, weil hier hat man keinen Grip, hier hat man gar nichts. Und dann diese Bodenwelle. Wirklich. War das jetzt richtig Lack? Ja, es war verdammt viel Lack. Und hier sieht man nicht, wo man hin muss. Und oh, leckt doch an der Föt. Eigentlich sollten wir jetzt schon im Ziel sein. Also ich schaffe wahrscheinlich noch nicht mal innerhalb der 8 Sekunden, mich zu verbessern. Spiel beendet. Gibt es jetzt ein paar Kröten dafür? Wahrscheinlich nicht mal Kröten, ne? Nö. Ja gut, dann lassen wir das mal. Das hat alles keinen Sinn. Ne. Ist mies, ist bitter. Für genau 100 Schleifen. Nehmen wir das da drin nochmal. Vielleicht klappt das nochmal gut. Ich will nur das Geld zusammenkriegen, Leute. Das ist jetzt noch dieser noch theoretisch ein Rennen. Das ist auch so eine eklige Strecke, ne? Mhm. Ja. 1,30, 1,28 haben wir. Ja. Junge, Junge. Dann auch noch auf nasser Fahrbahn. Gottchen, 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 Gottchen. Nicht runterfallen. Sehr gut. Jetzt muss ich eben überlegen. Da war eine Rampe zwischen, ne? Ja, da war eine Rampe. Aber das schaffen wir. So, noch sind ein paar gute Dinge. Ein 26. Wir haben das noch verbessert? Wir haben es, glaube ich, echt verbessert gerade. Ja, wir haben uns verbessert. Hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Fortfahren. Jetzt sollte ich die Kohle haben für die Karre. Oh, 500. Ich hoffe, das reicht. Der war doch 85.000, ne? Oder war der 85.500? So, wir haben den Hobel. Ich würde sagen, wir nehmen das Biest hier. Ja. Wunderbar. Was gibt's denn so? Okay. Und dann geht's in der nächsten Folge mit dem Hobel weiter. Oder eben mit dem anderen Ding. Müssen wir mal gucken. Ich verabschiede mich von euch. Bis dahin, euer Bowser. Tschüss.